erste Regel zum Überleben, tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Nein. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Viel Glück. Dir auch. Diese Leute. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Drüben, das muss die Universität sein. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Das ist die letzte Warnung, bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Verdammte Bourgeoisie. Vorsicht! Letzter Aufruf! Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt,
wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Tja, da ist nichts. Nichts. Scheiße! Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Ist einfach böse, verdammt, du weißt genau, was der Herr Nikolas mit Plünderern anstellt. Ha! Der rote Mönch sitzt warm und trocken in seiner Bastion. Und alle anderen machen das gleiche wie ich. Meinetwegen, aber halt mich aus deinen Plündergeschichten raus! Was war das für ein Geräusch? Nichts zu berichten. Thank you.
seh mal nach. Noch immer nichts. Du hast doch gesehen, was sie mit den Leuten machen. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Lass uns euch hier. Wir kommen später wieder. Ist das überall so? Ja, ich weiß zwar nicht, wo ich bin, aber immerhin lebe ich noch. Rein mit dir! Bleib da und sei ruhig! Was ist da los? Nein! Das ist mein Mann! Das war dein Mann! Für den ist es aus, also verzieh dich! Nicht allein! Ich kann doch nicht ohne ihn gehen! Halt's Maul! Schon mal was von Kriegsrecht gehört? Willst du etwa noch vor ihm sterben? Oh mein Gott! Ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Oh, Herr. Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Oh, Gott. Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Der Gehängte. Wenn ich ihn da runterhole... Tut mir leid. Verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Egal, dann muss es doch etwas geben, das sich für mich lohnt. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende?
wurden alle hingerichtet. Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Dein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Das nennt man Disziplin. Ohne sie sind wir nicht besser als Piraten. Ohne uns gäbe es hier nur Chaos. Ich sollte dich festnehmen, aber ich bin gnädig. Geh und bete für deinen Sohn. Und wenn du schon dabei bist, auch dafür, dass die Inquisition dich hier rausholt. Wir landen sowieso alle in der Hölle. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Unter dem Galgen durch. Es wird ein Festball dauern. Gut. Ganz ruhig. Denk an Hugo. Das klebt. Hier geht. Drecksviecher. Das wart ihr schon wieder, oder nicht? Hey! Stillhält tut es nicht so weh. Ihr schon wieder, oder nicht? Ist nicht zu sehen. Na gut. Nicht hinsehen. Ich muss an meinem Glauben festhalten. Denk an die Schrift. Ad ignem, ad lucem. Da drüben was gehört.
Mach nichts. Das erste Mal war schon mehr als genug. Na, warte. Nichts. Oh, geschafft. Oh, aber den Gestank werde ich nie vergessen. Universität. Na bitte. Weiter. Der Friedhof. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Verschlossen. Wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Die muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Komm schon, Kumpel. Nur ein paar Münzen. Oh, nein. Du hast doch irgendwas dabei. Was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia. Tu was. Los. Das wird dich lehren. Ein Fenster, perfekt. Nichts wie weg hier. Magister, das Episanguis. Ah, mal sehen. Ich frage, wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorus. Oh. Wow. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht, hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war, für nennen wir es... bedauerliche Unfälle.
Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Warum seid ihr so aufgeregt? Sieh mal einer an. Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermalen. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Verschlossen. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern.
Prinz Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich darin hochklettern. Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Ja. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Das war äußerst diskret. Gut, nur noch etwas weiter. Na bitte, es geht doch. Du schaffst das. Mein Gott, was ist hier passiert? Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Oh Gott, die Kranken, sie haben sie abgeschlachtet. Ich kann nichts tun. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt? Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Odorus, ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu quieken, glaubt mir. Die machen Hackfleisch aus euch. Das hat funktioniert. Für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst.
die Ratten von der Brücke weglocken. Du entwischst mir nicht. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, hab ich euch. Die Wache. Ich muss sie irgendwie vom Licht weglocken. Sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir werden noch alle krank, wenn wir weiter hierbleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Das sieht schon viel besser aus. Yeah.
was zum Eindringlinge! Drin. Was soll ich tun? Ich, was weiß ich? Wasser. Oh nein, trink das nicht. Oh, das ist ein Albtraum. Los, reiß dich zusammen. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen. Vergiss es. Ein Geräusch. Kam es von dort drüben? Na, es war wohl falscher Alarm. Komisches Geräusch. Ja, endlich. Na gut, niemand hier. Wenn ihr mir bitte folgen wollt. Was zum Teufel machen die da?
Scheiße. Ich dachte wirklich, ich hau einem der Alchemisten eine rein. Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut geht. Wir wussten, dass das passieren würde. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen. Aber jetzt? Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Der Mann ist ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger!